In diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr Ideen unterstützen könnt und wie und warum ihr Verbesserungsvorschläge schreiben solltet. Falls ihr eine Idee einer anderen Aula-Nutzerin bzw. eines Nutzers gut findet oder diskutieren wollt, könnt ihr sie unterstützen. Dazu klickt ihr in der jeweiligen Idee einfach auf den Button Unterstützen. Ihr könnt die Unterstützung auch jederzeit wieder zurücknehmen. Wichtig, das ist noch keine Abstimmung. Nur weil eine Idee viele Unterstützungen gesammelt hat, ist sie noch nicht verbindlich oder wird umgesetzt. Die Unterstützungen dienen den Admins und dem Moderatorenteam, um zu sehen, welche Ideen die nötige Mindestanzahl an Unterstützungen in der wilden Ideenphase haben und in die Ausarbeitungsphase geschickt werden können. Wenn euch eine Idee gefällt, aber ihr euch noch eine genauere Beschreibung der Idee wünscht oder Fragen und Ergänzungen habt, könnt ihr Verbesserungsvorschläge machen. Das ist besonders hilfreich für die Autorin oder den Autor der Idee, um den Text der Beschreibung für die Prüfungsphase auszuarbeiten. Verbesserungsvorschläge sind keine Kommentare, sondern sollten konstruktiv sein, also Vorschläge für die Verbesserung der Idee enthalten oder auf Hindernisse bei der Umsetzung hinweisen. Hier nochmal zur Erinnerung, ihr könnt Verbesserungsvorschläge in der wilden Ideenphase und in der Ausarbeitungsphase schreiben. Jeder Verbesserungsvorschlag kann von anderen Aula-Nutzerinnen und Nutzern mit einem Herz versehen werden, um dem bzw. der Autorin anzuzeigen, dass der Vorschlag gut ist und gegebenenfalls in den Text eingearbeitet werden sollte.